Hey, Lisa. Die heißt gar nicht Lisa. Ich weiß. Aber jedes Mal, wenn ich Hey, Lisa sage, denkt sie, ich kannte mal eine, die genauso aussah wie sie. Dann entwickelt sie unbewusst das Verlangen, bei mir zu landen. Und ab da ist es kinderleicht. Verdammt. Das ist Jamie. Was reizt dich daran, Pharmavertreter zu werden? Geld. Er ist erfolgreich. Ich habe gehört, wir bringen eine neue Sexpille auf den Markt. Viagra. Die will ich. Männer, die seit Jahren keine brauchbare Erektion hatten. Und ein Womanizer. Gott, bist du sexy. Aber dann trifft er... Du hast wunderschöne Augen. ...sein Gegenstück. Mehr hast du nicht drauf? Ums Kennenlernen geht's dir dabei doch gar nicht. Es geht dir nicht mal um Sex, es geht dir nur darum, dass du ein, zwei Stunden davon erlöst bist, du sein zu müssen. Und weißt du, für mich ist das total okay, weil ich nämlich ganz genau dasselbe will. Oh, can't you see? The drug for me. Du solltest jetzt gehen. Ah, sie hat dich abblitzen lassen, deshalb stehst du auf sie. Lass es uns einfach halten. Viagra, die kleine Pille, die einen Goldrausch auslöst. Das ist ganz schön hart, oder? Ganz schön hart. Du platzt bestimmt gleich vor Stolz. Ich liebe dich. Was? Das habe ich noch nie zu jemandem gesagt. Alles okay? Jamie, sie ist krank. Sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Es gibt vieles im Leben, das ich nicht verstehe. With the black coat on. Du triffst Tausende von Menschen. Ich lauf nicht weg. Das ist nicht deine Entscheidung. Und dann triffst du eine Person. Und dein Leben verändert sich. Für immer. Love and Other Drugs. Entschuldige, ich weiß, es ist spät. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dreh dich um! Demnächst im Kino. Was meinen Ruhestand betrifft, es ist ein unermüdliches Bemühen um Kreativität. Ich habe es mit Yoga versucht, Kochen, Pflanzen gekauft und einen Kurs in Mandarin belegt. Glauben Sie mir, ich habe alles ausprobiert. Aber es gibt in meinem Leben eine Leere, die ich ausfüllen muss. Schnell. Ich bin Ben Whittaker. Ich habe um 4 einen Termin. Hat sie ein Meeting mit ihrem neuen Praktikanten? Der bin ich. Wie alt sind Sie? 70. Sie? Ich bin 24. Ich weiß, ich sehe älter aus. Das macht der Job. Da altert man. Was für Sie ja nicht gerade toll ist. Entschuldigung. Hi, Jules. Ich bin Ben, Ihr neuer Praktikant. Es freut mich, dass Sie das auch mit Humor sehen. Wie auch sonst. Sie müssen keinen Anzug tragen. Ich fühle mich wohl im Anzug, wenn es recht ist. Oldschool. So falle ich auf. Dafür brauchen Sie keinen Anzug. Bleibt die Tür offen oder soll ich sie zumachen? Ist mir egal. Offen, um ehrlich zu sein. Sie gewöhnen sich noch an mich. Ich freue mich drauf. Mein Praktikant ist sehr beschäftigt. Mr. Charming, alle lieben ihn. Da kommt sie. Hey, Beck, was geht? Du siehst selbst aus. Wie lange kann eine Frau sauer auf einen sein? Sie haben bestimmt mit ihr geredet, sich entschuldigt. Ich habe sie angemeldet. In der Betreffzeile stand, es tut mir so leid. Das so mit ganz vielen O's. Also, es tut mir so leid. Mit einem traurigen Smiley. Eine kleine Träne rinnt über seine Wange. Die Investoren denken doch nur, dass ein erfahrener Geschäftsführer dir ein bisschen Arbeit abnehmen kann. Das konnte ich ja nicht vorhersehen. Jules versucht es allen recht zu machen. Der Firma, der Familie. Der Druck ist immens. Sie allein haben diese Firma vor 1,5 Jahren gegründet. Jetzt haben Sie 220 Mitarbeiter. Vergessen Sie das nie. Hat Spaß gemacht. Die Wahrheit ist, Sie haben etwas an sich, das mich beruhigt oder erdet oder sowas. Und das tut mir sehr gut, offensichtlich. Wie konnten innerhalb einer Generation Männer vom Schlag eines Jack Nicholson oder Harrison Ford so... Oh Mann. Ich bin Fiona, die Hausmasseurin. Ich find's toll, dass jetzt noch ein Golden Oldie hier ist. Wie ist das, Ben? Was soll ich? Oh Mann. Ja, das ist doch gut. Sie sind ja gar nicht so alt, wie ich dachte. Oh, say can you see by the dawn's early light. Sie sind mir so lieb und teuer,
wie sie es ihrer Mutter und ihrem Vater waren. Ich habe geschworen, ich würde sie immer beschützen. Und das habe ich nicht. Der Bürgermeister feuert ihn im Frühjahr. Tatsächlich? Mhm. Er ist doch ein Held. Ein Kriegsheld. Aber wir haben Frieden. Glauben Sie, das kann so weitergehen? Ein Sturm zieht auf, Mr. Wayne. Sie und Ihre Freunde sollten sich lieber vorbereiten. Denn wenn er losbricht, werden Sie sich alle fragen, wie Sie je so maßlos leben konnten, während Sie uns anderen so wenig lassen. Was soll das heißen? Steh auf! Wenn Gotham zerstört ist, hast du meine Erlaubnis zu sterben. Sie sind spät, Coop. Ja, wir hatten Platten. Das ist eine indische Aufklärungsdrohne. Solarstrom könnte eine ganze Farm versorgen. Was hast du gemacht, Murph? Ah, sie hat gar nichts gemacht. Aber Murphy's Law. Sie sind ein studierter Mann, Coop. Und ein ausgebildeter Pilot. Und Ingenieur. Die Welt braucht keine Ingenieure mehr. Uns sind nicht die Flugzeuge oder Fernseher ausgegangen, sondern die Lebensmittel. Warum habt ihr mich nach etwas Schlechtem benannt? Haben wir nicht. Murphy's Law? Murphy's Law besagt nicht, dass etwas Schlechtes passieren wird. Es besagt, dass alles, was passieren kann, passieren wird. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass nichts in unserem Sonnensystem uns helfen kann. Jetzt müssen Sie mir sagen, wie Sie die Welt retten wollen. Wir sollen die Welt gar nicht retten. Wir sollen sie verlassen. Und für diese Mission wurden Sie ausgebildet. Ich habe Kinder, Professor. Dann gehen Sie da raus und retten Sie sie. Du weißt nicht, wann du zurückkommst. Ich komme wieder zurück. Wir müssen weit über unsere eigene Lebensdauer hinausdenken. Wir dürfen nicht als Individuen denken, sondern als Spezies. Wir müssen die Möglichkeiten interstellarer Reisen nutzen. Murph, ich hab dich lieb. Für immer. Ich komme zurück. Du weißt doch, dass man in Plymouth gerne sagt, dass jeder alles weiß. Aber wäre es nicht witzig, wenn in Wahrheit niemand irgendwas weiß? Wie lange bin ich schon auf Plymouth Island? Manchmal hat man das Gefühl, als wären wir alle schon immer hier. Was ist das? Nur ein kleiner Kratzer. Töten Sie nicht den Mann. Was? Ich möchte, dass du ihn ins Meer wirfst als Futter für die Haie.
Dafür gebe ich dir 10 Millionen Dollar. Es gibt Recht und Unrecht, Himmel und Hölle. Hier passieren gerade so einige verrückte Dinge. Diese ganze Insel ist ein Teil davon. Und niemand weiß es. Okay, John, du willst die Wahrheit hören? Wissen Sie nicht. Schon komisch, das Schicksal, hm? Wo in aller Welt sind wir? Ist hier noch frei? Ich hätte gern ein Glas Wasser, bitte. Ich muss Geld sparen. Ich suche nämlich meine Schwester. Sie wurde entführt. Entführt? Sie meinen... Von Männern, die heiße, weiße Jungfrauen an Quadrillionäre mit Yachten verhökern. Ihre Geschichte rührt mich sehr. Bestellen Sie, was Sie wollen. Dann ein Club-Sandwich und eine große Portion Fritten, 2 Stück Kuchen. Wollen Sie auch Kuchen? Nein. 3 Stück Kuchen und eine Diät-Cola. Beeindruckend. Ich bin Trickbetrügerin. Schwestern im Geiste. Ich wusste nicht, was für ein kleines Licht ich bin, bis ich dich getroffen habe. Penny, warum können Frauen besser betrügen als Männer? Weil wir das Vortäuschen gewohnt sind? Weil Männer nie davon ausgehen, dass Frauen klüger sind als sie. Ist das wertvoll? 500.000 Dollar. Ich find's schön, weil's glitzert. Ich könnte der Partner sein, der dir immer gefehlt hat. Bring mir deine Sugar Baby Masche bei. Bring sie das ins Gästezimmer, Gepäck, Fuzzi! Erste Lektion. Nichts ist für einen Mann verlockender als eine verletzliche Frau. Pass auf. Wow, du kannst auf Kommando heulen. Kannst du auch eine Träne runterkullern lassen? Oh. Versuch du's. Hast du Verstopfung? Wenn du sein willst wie ich, musst du auf alles vorbereitet sein. Sie ist soweit. Ja. Wer ist das Ziel? Er ist ein Tech-Millionär. Milliardär, wette ich. Verhalte dich so unauffällig wie möglich. Platz da bitte. Vorsicht. Oh, ja. Au. Blinde Person will durch. Könnte diese Person mal rüberrutschen? Wäre das möglich, Sir? Sir? Männer unterschätzen uns immer. Und das nutzen wir aus. Ihr habt sie entwischen lassen. Der Trash-Look hat's gerockt. Lasst den Tauben los! Sie meint die Tauben, oder? Keine Angst, Darling. Sie schießt miserabel. Das habe ich nicht erwartet.